Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Es ist schön, dass viele von euch, sofern diese Location das erlauben kann, es hier hingeschafft haben. Und wir werden heute Abend, nachdem Karina uns dieses einführende Werk gezeigt hat, ein bisschen darüber sprechen, über schwarze kulturelle Produktion in Deutschland. Und wie einzelne Werke bzw. einzelne Momente ein Ausgangspunkt sein können, um quasi diese Geschichte zu erschließen. Solche Geschichten wie das Werk von Louis Brody, Sunrise in Morningland, sind typisch für schwarze Geschichte in Deutschland. Das heißt, wir hören immer wieder von einzelnen Menschen, einzelne Werke, einzelne Ereignisse, die quasi wichtig sind für schwarze Geschichte. Aber oft sind diese Werke, Ereignisse oder Menschen nicht mehr auffindbar. Wir wissen nicht, was damit passiert ist. In diesem Fall ist das Werk zum Beispiel verschollen. Die Personen, die diese Werke gemacht haben, sind verstorben in der Regel und wir finden quasi keine Quellen oder nähere Informationen dazu. Aber dieses Werk war sehr wichtig, weil wir erfahren, dass von dem, was wir wissen, dass 38 schwarze Menschen und 3 weiße Menschen darin gespielt haben. Und zwar in 3 Sprachen, in Douala, in Deutsch und in Englisch. Das Ganze ist 1930 passiert und der Film bzw. das Werk spielte um 1880. Und kritisierte aus afrikanischer Perspektive die Folgen des europäischen Imperialismus auf dem afrikanischen Kontinent und die Rolle oder Darstellung von schwarzen Menschen in kulturellen Produktionen der Weimarer Republik. Und dieses Werk ist ein guter Ausgangspunkt, um das Thema des Panels quasi aufzugreifen, das heißt Looking Back 1930-2020. Und der Untertitel sozusagen ist Building on Fragmented Legacies, also fragmentierte Nachlassung bzw. das, was übrig bleibt, ist noch verstreut. Wir haben heute Abend mit den wichtigsten Stimmen aus afrodeutscher Geschichte auf diesem Panel sitzen. Insofern ist dieser Abend ein sehr besonderer. Und wir werden versuchen, anhand des Gesprächs jetzt alle diese Fäden zusammenzuziehen, zusammenzubringen und zu überlegen, wie man daraus quasi eine Geschichte, eine afrodeutsche Geschichte bzw. die kulturelle Produktion aus der afrodeutschen Community zu rekonstruieren. Und ich möchte euch die Gäste vorstellen, die wir hier haben heute. Ich werde mit Abena Adomako anfangen, die sitzt gerade neben mir. Abena ist Aktivistin, Netzwerkerin und unter anderem Mitautorin des Buches Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Dieses Buch wurde 1986 veröffentlicht und gilt als ein Gründungswerk der afrodeutschen Bewegung. Abena ist Berlin-Schönebergerin und bei einer NGO als Programmassistentin tätig. Herzlich willkommen, Abena. Dann werde ich weiter mit Saraya Gomez weitermachen. Sie sitzt da drüben. Saraya hat sich einen sehr knappen Vorstellung gewünscht. Saraya lehrt und lernt. Herzlich willkommen, Sarai. Karina Griffith hatten wir gerade schon auf der Bühne. Sie ist Künstlerin, Kuratorin und künstlerische Lehrbeauftragte an der Universität der Künste hier in Berlin. In ihren Filmen und Installationen beschäftigt sie sich mit den Themen Angst und Fantasie und konzentriert sich oft darauf, wie sich diese Phänomene auf Zugehörigkeit beziehen. 2017 kuratierte sie das 3-monatige Festival Republic Repair,
10 Punkte, 10 Forderungen, was ein Festival war, der reparative Vorstellungen aus dem schwarzen Berlin zusammengetragen hat. Neben ihrer transnationalen Medienkunst und ihrer kuratorischen Praxis ist sie Doktorandin am Cinema Studies Institute der University of Toronto. Ihre Forschung im Rahmen dieser Promotion bezieht sich auf schwarze Autorenschaft im deutschen Kino und bringt diesen in Bezug mit Theorien von Affekt, Intersektionalität und Kreolisierung. Herzlich willkommen, Karina Griffith. Sandrine Mikosé-Eikens sitzt neben mir. Sie ist Kunstwissenschaftlerin, Kuratorin, Design-Thinking-Coach und Aktivistin. Sie arbeitet schwerpunktmäßig zu Rassismus und Empowerment in der Kunst, der Wirkmacht kolonialer Bilder, Körperpolitik sowie Repräsentation und Teilhabe im deutschsprachigen Kunst- und Kulturbetrieb. 2012 gab sie gemeinsam mit Sharon Dodua Otto die Anthologie The Little Book of Big Visions, How to be an Artist and Revolutionize the World bei Edition Assemblage heraus. Sie leitet das Projektbüro Diversity Arts Culture, das 2017 mit dem Ziel gegründet wurde, einen diversitätsorientierten Strukturwandel im Berliner Kulturbetrieb anzuregen. Herzlich willkommen, Sandrine. Und last but not least, Katharina Oguntoye. Sie ist Historikerin und Kunstschaffende, die in Berlin lebt. Sie hat die afrodeutsche Bewegung mitgeprägt, unter anderem als eine der Herausgeberinnen zusammen mit Abena des Buches Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Sie ist zudem Autorin dieses Buches hier, Schwarze Wurzeln, afrodeutsche Familiengeschichten von 1884 bis 1950, die eben neu bei Olanda herausgekommen ist, beziehungsweise wieder herausgekommen ist. Seit 1996 ist sie Leiterin von Joliba e.V., des von ihr mitbegründeten interkulturellen Netzwerks in Berlin. Katharina, herzlich willkommen. Und wir werden auch gleich mit dem Buch, beziehungsweise mit dir, Katharina, anfangen. Und zwar hast du dieses Buch als deine Magisterarbeit geschrieben. Und mich würde es sehr, sehr interessieren, wir haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen. Du hast von einer einzelnen Geschichte angefangen, die Geschichte einer afrodeutschen Familie, die dir sogar bekannt war. Und du hast dann quasi versucht zu schauen, was du über diese Familie findest und wie du anhand der Geschichte dieser Familie eine afrodeutsche oder afrodeutsche Biografien wieder rekonstruieren kannst. Kannst du uns ein bisschen dazu erzählen, wie es dazu kam, dass du diese Idee hattest, wie es passierte, dass du quasi Zugang zu diesen Archiven kriegtest und Originaldokumente tatsächlich auch einsehen konntest? Und was du mit dem Buch quasi machen wolltest. Ja, danke erstmal, dass ich hier sein kann und auf diesem schönen Panel dabei sein darf. Freue ich mich sehr darüber. Ja, ich finde das find die Fragen total spannend. Also es ist schon lange her, also 96 habe ich abgeschlossen, 97 kam dann das Buch heraus, noch unter dem Titel Eine afrodeutsche Geschichte. Und ich habe 5 Jahre daran gearbeitet, weil ich war ja eigentlich Magisterstudentin, da muss man ja nicht nur Sekundärliteratur eigentlich befragen und nicht erste Quellen. Aber es gab ja nichts, außer unser Buch, das Farbe bekennen. Und das muss man auch nochmal hervorheben, wie bedeutsam das ist, dass die Familie Diek, also so hieß der erste Eingewanderte aus Kamerun, dann Reibrich und Ngambi und Adomako, das ist sozusagen der Familienclan, der immerhin, mittlerweile habt ihr 6 Generationen afrodeutsche Geschichte. 5?
Auch wenn du den Mandenga mitzählst? Ja, okay. Ich bin schlecht mit Zahlen. Ich sage immer, das steht in Büchern. Okay, kann man nachsehen. Auf jeden Fall ist das eine, es gibt eine Handvoll Familien, die eben schon mehrere Generationen auch hier sind, was uns gar nicht bekannt ist. Aber dadurch, dass wir sie bei Farbe bekennen, bei der Recherche kennengelernt haben, hatten wir zum allerersten Mal, also kriege ich immer noch Gänsehaut, konnten wir erfahren, wie Menschen im Nationalsozialismus gelebt haben und sogar davor. Also sie waren in der Weimarer Republik geboren, deine Oma und deine Großtante, und haben eben dann die Schulzeit in der Nazizeit verbracht und mussten dann eben zum Teil die Schule verlassen, durften auch keine Ausbildung machen. Und das war einfach ein riesiges Geschenk, dass wir das Glück hatten, dass sie Zeitzeugen waren, die erzählen können. Weil das darf man auch nicht unterschätzen, dass nicht alle Zeitzeugen sprechen können. Ja, manche sind zu traumatisiert oder das ist dann so lange versteckt und so weiter. Und die waren aber welche, die das sozusagen jeden Samstag, Sonntag an ihrem Kaffeetisch immer wieder erzählt haben. Und deswegen wussten sie auch viel. Also auch dein Großonkel, der Herbert Reiprich, der weiße Ehemann, der wusste auch ganz viel. Und das war ein Riesengeschenk. Also ich denke, auch eine Straßenumbenennung nach deinen Tanten und deiner Oma wäre sicher auch eine gute Sache. Genau. Erika und Doris Diek, genau. Ja, wir hatten sozusagen oral history mäßig diese Erfahrung gemacht, dass wir viel erfahren konnten über Geschichte. Dann kam ich zum Abschluss meiner Arbeit und ich habe gedacht, ich muss das unbedingt irgendwie festhalten. Es ist zwar noch ein bisschen früh für mich, aber es ist wichtig, das zu verstetigen, weil bei oral history wird immer gesagt, naja, das haben die sich ausgedacht, weil natürlich Erinnerung ist changierend, ja. Man erinnert sich nicht an Daten. Sag mir mal, an welchem Tag das war und wie das Wetter war und so. Vielleicht erinnert man sich an das Wetter, an den Geruch und so weiter. Ja, und deswegen war es wichtig, Belege zu finden. Und ich habe mir gedacht, dass auf jeden Fall, wenn es eine Familie gibt, und Sie haben ja auch erzählt von den Landsleuten, also die Afrikaner untereinander nannten sich Landsleute. Und wenn man sich halt irgendwo in einer anderen Stadt begegnete, dann hat man sich angesprochen. Ja, also das war in meiner Generation, also ich bin in den 70ern, war ich Teenager, war das dann eher so, dass wir ein bisschen schüchtern waren. Also eher in der Großstadt vielleicht nicht, aber in Heidelberg gab es auch nicht so viele. Aber die haben sich sofort angesprochen und haben gesagt, kennst du den und den? Und dann kannte man immer jemanden und man hat sich da auch vernetzt. Und meine Aufgabe, die ich mir dann gestellt habe, war sozusagen, diese anderen Menschen zu finden. Die Frage war, wo? Ja? Und dann hatte ich, wie ich dir vorhin erzählte schon, meine Dozentin gefragt, die hat zu deutschen Kolonien auch geforscht mal gehabt und hatte aber so gesagt, naja, also das waren doch nur ganz wenige Leute und da finden sie doch auch nichts. Dann machen sie doch eine Arbeit über das Bild des Afrikaners in der deutschen Gesellschaft. Also ich wollte etwas machen über die Menschen und wie sie gelebt haben. Und sie hat mir vorgeschlagen, sozusagen die negativen Stereotype über schwarze Menschen dazu eine Arbeit zu schreiben. Und ich sagte, erstens mal, können das andere besser als ich. Zweitens finde ich das eigentlich langweilig. Also mich interessiert jetzt wirklich, ich lebe hier, also wie haben die Menschen damals hier gelebt? Das war sozusagen meine Frage. Und dann habe ich mich mit ihr geeinigt, dass ich gesagt habe, ich gehe ins Archiv suchen und wenn ich was finde, dann darf ich es machen. Weil du gefragt hast, wie habe ich mich durchsetzen können? Weil ich hatte ja nichts in der Hand, aber ich habe gesagt, wenn ich was finde, dann kriege ich das Okay, das zu machen. Ja, und dann bin ich tatsächlich, das war auch die Zeit des Mauerfalls, ich konnte nach Potsdam ins Staatsarchiv gehen, Bundesarchiv damals. Das war davor nur wenigen Forschern zugänglich. Das war schon toll, weil in den Bibliotheken gibt es eben Bibliothekare, die kennen sich aus in ihren Beständen. Haben wir uns unterhalten, dann hat sie die Findbücher rausgesucht und hat mir die Gruppen der Akten vorgestellt, in denen man Menschen finden könnte, nach dem, was ich ihr beschrieben habe. Und dann habe ich sozusagen Akten des Reichskolonialamtes, gibt es in unserem Bundesarchiv, die Akten des Reichskolonialamtes. Das gab es nur eine bestimmte Zeit und das war vorher Auswärtiges Amt und das ist auch danach wieder Auswärtiges Amt gewesen. Und das waren auch die gleichen Menschen, die immer dort gearbeitet haben.
Also ist total spannend. Und ja, da gibt es eben ganze Aktenbestände der 1001er Bestand, folgende. Und da habe ich 122 Menschen gefunden und die habe ich dann diese Vorfälle aufgefunden. Und das sind meistens Fälle, wo es den Menschen, wo die heiraten wollten und dann Papiere besorgen wollten oder es gab irgendwelche anderen Konflikte. Das heißt, in Akten, im Papier findest du eigentlich Menschen, die im Konflikt sind, in einer Konfliktsituation oder in einer bedrängten Situation. Und mir kam es ja auch ein bisschen auf den Alltag an, dass also sozusagen das Leben nicht nur Stress ist, sondern eben auch Leben und dass die Menschen es geschafft haben, zu überleben, ihre Familien zu gründen und so weiter. Und dafür sind diese Interviews ganz wichtig. Also das ist sozusagen, was du gesagt hast, wo kriegen wir denn die Information her? Tatsächlich, indem wir einzelne Biografien befragen. Da können wir verschiedene Situationen finden, die so ähnlich sind wie das, was wir erleben, die vielleicht nochmal was Typisches haben für die Zeit. Aber Louis Brody war eben aktiv, Joseph Billet habt ihr, glaube ich, auch recherchiert, der war politisch aktiv, Mandenga Diek hat sich in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert, ja, so ihr Urgroßvater. All diese Dinge erfährst du nur, wenn du die Biografien befragst. Das steht eben nicht in den Akten da drin. Ja, genau. Und das war so die Kombination und daraus ist dann das Buch geworden. Ja. Hat ein bisschen gedauert, aber okay. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ja ganz schön, was du da gemacht hast, aber das war ja eine wahnsinnig kleine Minderheit. Das fand ich ein bisschen unverschämt. Ja, weil offensichtlich Könige und Arbeitgeberverband habe ich bei ihr meine Arbeit geschrieben, das sind ja auch keine Mehrheiten. Das heißt, sie hat eine Aussage gemacht über die Relevanz und hat damit gesagt, ja, das ist nicht wichtig und das ist eben das, was wir auch nochmal ganz deutlich machen, egal wie viele Menschen betroffen sind, Rassismus ist nicht okay, Kolonialismus ist nicht okay und so weiter. Ja. Und ich weiß, also ich vermute, dass es dir zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, was für eine Welle das herauslösen würde. Das heißt, dass quasi dieses Buch quasi als Gründungswerk für schwarze Biografieforschung in Deutschland quasi geworden ist. Das Farbe bekennen meinst du jetzt? Nee, dein Buch quasi. Ja. Farbe bekennen natürlich ja. Auch, aber quasi, wenn wir quasi in die Details von Biografien gehen, zusammen mit Farbe bekennen und dieses Buch haben wir quasi eine solide Grundlage gehabt, um überhaupt die Akteure aufspüren zu können, ja. Um die Menschen, Namenslisten und so weiter, wo ForscherInnen anknüpfen konnten. Ja, das war mir sehr wohl bewusst. Also deswegen, also das, was mit den Leuten jetzt immer passiert, mit dem Plagiat Vorwürfen, das hätte mir vielleicht auch passieren können, aber das konnte ich mir nicht leisten. Ich musste alles hundertprozentig so zitieren, sagen, da habe ich das her, da steht's und da gibt es noch eine Quelle, einmal für die nachfolgenden Forscher und zum anderen, damit man mir nicht unterstellt, ich hätte mir das ausgedacht. Deswegen war das ganz wichtig, eben diese ganzen Bezüge hinzuschreiben und das andere war schon auch, zu zeigen, wie waren die Einwanderungsumstände, wie waren die Staatsangehörigkeitsumstände. Ne, es gab eine eigene Staatsangehörigkeit für sozusagen Schutzgebietsangehörige. Und als die denen dann weggenommen wurden nach dem Ersten Weltkrieg, dann hatten sie Pässe, in denen stand Angehörige des ehemaligen Schutzgebiets, also fast unvorstellbare komische Papiere, was so sich eine Bürokratie alles ausdenkt. Aber genau, welche Arbeitsmöglichkeiten gab es, wie war das mit den Familien, wie war es mit der Ausreise, wenn man wieder ausreisen, all das habe ich sozusagen aus den Einzelbiografien zusammengestellt, um auch so eine Systematik zu zeigen, wie häufig kam sowas vor, was waren die Umstände. Genau. Genau, Abenay, ich möchte dann zu dir kommen und zu Farbe bekennen. Das Buch habt ihr ja zusammen herausgegeben, das heißt, das Buch hat sich ergeben aus Erfahrungen, Gespräche, die ihr sowieso schon untereinander geführt haben. Es würde mich interessieren, welche Gespräche dieses Buch quasi ausgemacht haben. Was waren eure Beweggründe, das Buch zusammen zu machen, erstens, und diese ganz alltägliche Erfahrung festzuhalten? Was wolltet ihr damit bezwecken?
Ja, so, möchtest du trotzdem gleich einsteigen? Ja, bezwecken. Also bezwecken ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Auf jeden Fall ist es so, dass etwas erreicht werden sollte, konnte, wie Katharina auch schon gesagt hat, über Biografien andere Realitäten zu beschreiben. Das Buch ist ja eröffnet auch mit meiner Großmutter und ihrer Schwester, geht aber ja auch weiter zu anderen Realitäten. Das Spannende dabei ist, dass diese Aufforderung bzw. die Suche von Katharina nach solchen Biografien mich erreicht hat und ich eigentlich durch die Recherche ihrerseits auch erstmal die Biografien meiner Familie mitbekommen habe. Weil es ist natürlich so, dass es eine Realität gab von der Weimarer Republik über zum Nationalsozialismus und aber die Tiefe und Dramatik, die auch in den Jahren gelebt wurde, natürlich nicht beim Kaffeeklatsch am Sonntag erzählt wurde. Das heißt, erst das Nachfragen von Katharina und auch Mai Aim und dann auch meine Nachfrage bzw. mich einbringen in meiner Realität so und so viele Jahre später hat mir erst mal gezeigt, was sie erlebt haben. Das heißt auch, wie auch jetzt Louis Brody, das ist mein Großvater, und auch das Sonnenaufgang im Morgenland ist für mich etwas Neues gewesen. Also ich weiß, dass er in den 20er Jahren angefangen hat, schon mit Stummfilmen, dann kam, er war einer der wenigen, der Sprechrollen hatte, der in 50 Filmen mitgespielt hat. Aber dass er ein Theaterstück gespielt hat, ist für mich eine neue Geschichte sozusagen. Und es ist interessant, dass diese Geschichte eigentlich im Ausland entdeckt wurde. Das heißt also, unser Wissen dazu war auch nicht in der Familie verbreitet. Das heißt, man wusste, dass er was, dass er, ja, er war aktiv als Schauspieler, aber dass er mal ein Stück geschrieben hat, halt nicht. Und umso spannender finde ich es, also für mich wirklich ganz spannend ist, dass ich festgestellt habe, dass schon in der Zeit, in den 20er Jahren, mein Großvater Aktivist war und versucht hat, die Geschichte oder das Leben der schwarzen Menschen in damals Deutschland verändern zu wollen. Ich komme da auch auf die, eine Petition, die 1919 gemacht wurde, von Martin Die Bobe, wo es auch in Berlin jetzt eine Gedenktafel gibt in der Wilhelmstraße. Und auch das sind Realitäten, die bei mir wellenartig ankommen sozusagen, die nicht immer da waren. Dieses Wissen war nicht immer da. Und das heißt also, dass Nachfragen, Recherche, aber auch andere Geschichten oder sagen wir mal, die gerade diese Geschichte zum Sonnenaufgang im Morgenland ist vom Ausland gekommen, weil da gibt es eine andere Archivierung und eine andere, da sind auch Unterlagen nicht verschwunden oder irgendwo nicht mehr auffindbar und wie sich das rückkoppelt. Ich weiß nicht, ob ich meine Frage jetzt so in der Art... Absolut, absolut. Ich würde gerne noch was zur Farbe kennen, gerne. Also zu dem Anfang sagen, dass halt Mai Aim und ich gefragt wurden und wir waren sehr jung, also 21, 22 sowas und das war schon ein ziemlicher Schock, dass wir praktisch für eine ganze Bevölkerungsgruppe sprechen müssen. Aber Audrey hat uns ermutigt und hat gesagt, nutzt die Chance und stellt euch einander und der Welt vor. Das war schon ein ziemlich heftiger Auftrag, aber ich glaube, es ist uns gelungen, auf die lange Sicht. Ja. Also man muss auch dazu sagen, dass das Buch, da sind ja 5 oder 6 schwarze Frauen drauf, Afrodeutsche, und viele Leute haben gesagt, 2980, das ist einfach zu viel. Und das hat doch bestimmt was mit Rassismus zu tun. Also das Buch wurde erstmal nicht gekauft. Das heißt, der Effekt, den wir erzielt haben, war, dass Mai und ich gesagt haben, wir haben jetzt 2 Jahre dafür gearbeitet, wir möchten gerne, dass es auch zu den Menschen kommt,
die es interessiert, und haben deswegen sehr viele Interviews gegeben, haben dann Veranstaltungen gemacht, auch mit der ISD, die ersten Veranstaltungen sofort, bei denen man übrigens sofort festgestellt hat, dass es egal war, ob jetzt ein Mann oder eine Frau das liest. Das war eine gemeinsame Erfahrung. Es war auch nicht mehr egal, welcher Name das war, weil das unsere gemeinsame Erfahrung war. Das war sehr schön, das zu erleben. Ja, und so sind wir in diese Arbeit hineingewachsen, die Mai und ich. Genau, ich wollte daran anknüpfen. Es gibt ja diesen Film Audre Lorde, The Berlin Years. Das kann ich sehr empfehlen. Das gibt ja ein bisschen einen Einblick, also neben das Buch natürlich Farbe bekennen, gibt es ja einen Einblick, wie diese Gespräche stattgefunden haben, in welchem Kontext, wer dabei beteiligt war. Und einer der sichtbarsten Erben von dieser Periode ist natürlich der Begriff Afrodeutsch, der quasi auf dem Cover von diesem Buch damals stand. Und das ist ein Begriff, der bis heute tatsächlich verwendet wird. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass dieser Begriff nicht sofort, also erstens wird das Buch nicht sofort gekauft und dieser Begriff natürlich nicht sofort in den allgemeinen Sprachgebrauch gegangen ist. Abena, wie lange hat es gedauert, bis quasi der Begriff Afrodeutsch überall in den Nachrichten, in Zeitungen, in den Medien und so weiter stand als, ja, so 15 Jahre ungefähr. Also ich weiß noch, dass ich halt an der Uni war, ja, und dann haben die Studenten halt gesagt, also das N-Wort benutzt einfach oder auch mal ein Dozent, und dann habe ich mir vorgenommen, irgendwann, ich sage da jetzt nichts, ne, das sollen die anderen mal ausarbeiten. Aber das war schon auch, also diese schmerzhafte Situation, dass das halt ja immer wieder um die Ohren gehauen wird. Ja. Und dann, ja, es ist doch sehr ermutigend zu sehen, dass es nach einer gewissen Zeit, also kann 10, 15, 20 Jahre dauern, sich sowas doch durchsetzt. Also da bin ich jetzt nicht so ganz der Meinung. Ich glaube, es ging ein bisschen schneller. Also ich empfinde das anders, oder ja, ich empfinde es anders für uns, weil sobald, also Afrodeutsch oder schwarze Deutsche, es gibt ja jetzt auch andere Selbstbeschreibungen dazu, so in dem Moment, wo ich gesagt habe, dass ich so benannt werden möchte oder dass das für uns so gilt oder steht, musste das Gegenüber das natürlich auch irgendwie schlucken. Und das finde ich, dass es eine Selbstverständlichkeit oder vielleicht salonfähig ist, das hat sicherlich etwas länger gedauert, aber der Umgang für mich hat schon vorher angefangen. Ich wollte in dem Zusammenhang aber auch nochmal jetzt auf die 1920er, 30er Jahre zurückkommen, dass im Grunde auch mein Großvater, also Louis Prodi, und seine Landsleute auch für das schwarze Deutsche eigentlich gekämpft haben, ne? Oder nicht gekämpft, oder sich so eingebracht haben, auch mit diesem Theaterstück, weil es ging ihm darum zu sagen, wir sind sozusagen aus euren besetzten Ländern gekommen als Deutsche, wir leben hier wie die Deutschen, wir möchten auch dementsprechend behandelt werden, und deshalb auch die Petition, da ging es darum um Menschenrechte, Gleichberechtigung, Gleichbehandlung, weil sie gesagt haben, also auch in der Weimarer Republik und diese Kämpfe, dass sie gekämpft haben für die Deutschen, dass sie leben und dass sie aber instrumentalisiert wurden für andere Dinge, und dieser Zwiespalt, den haben sie als ungerecht empfunden. Und das ist ja auch etwas, was wir in unserer Zeit, wir haben gesagt, wir sind in Deutschland, wir sind ja sozialisiert, wir wollen eigentlich genau das Gleiche, und das so und so viele Jahrzehnte später. Und das, finde ich, ist schon Jahre, das ist schon ein Bogen, ne? Also den man da schlagen muss, und ja, eigentlich nicht so toll zu sehen, dass es immer noch nicht so richtig sitzt, ne? Aber ich glaube, aus eurer Schilderung wird klar, dass quasi eine gewisse Kontinuität natürlich in der Begrifflichkeit, in den Debatten, in den Auseinandersetzungen sich hier zeigen. Dass quasi
immer schon, solange es schwarze Menschen in Deutschland gegeben hat, diese Auseinandersetzung gab in unterschiedlichen Formen und dass sie sich immer Räume gesucht haben, um das zu thematisieren, sei es im Theater, durch Bücher, Literatur, Poesie, Spoken Word, Musik, Oper, Dissertation, Bücher und so weiter. Ich glaube, das gibt uns einen sehr guten Übergang zu der Gegenwart sozusagen und zu Fragen des Archivs sozusagen, also quasi wie wir sehen durch Carinas Arbeit, haben wir erfahren, dass sie einen Film gesucht hat und zum Deutschen Filmarchiv eben gegangen ist. Und dieser Film war zunächst nicht verfügbar. Und ich möchte kurz über Archive sprechen, beziehungsweise über die Funktion von Archiven für schwarze Geschichte in Deutschland oder für Geschichte allgemein. Wie ist da deine Erfahrung über die Auffindbarkeit von solchen Filmen oder solcher Zeugnisse von schwarzem Leben in Deutschland in Archiven? Ja, erstmal vielen Dank. Es ist echt so toll, einfach hier zu sitzen und euch zu hören. Ihr könntet das tagelang machen, wirklich. Lasst uns wieder hier kommen und das machen. meine Erfahrung mit Archiv, ja, ich kann es so beschreiben, so, wenn man, so ein Archiv kann auch so wie ein Körper sein, aber oft ist es verstopft. Ne? Es ist wirklich eine Krankheit, wo viele kommt rein und nicht so viele kommt raus. aber es gibt viele Eingangspunkte. Und man muss die finden. Eine, so, was für mich bei dieser Arbeit geholfen hat, ist wirklich Allyship. Ich glaube, es war schon erzählt, ich habe erstmal die Archiv des Filmhochschule in München gefragt. Die haben gesagt, dass das Film ist sehr beschädigt, gibt es keine Filmrecht für das Musik, man kann das nicht haben. Dann habe ich auch so bei dieser Bundesfilmarchiv, die haben auch eine Kopie und die haben gesagt, ja, wir haben das, aber es gibt keinen Befund. So ist es gefunden, aber nicht für mich. Und auch King Amper habe ich gefragt und er hat gesagt, er hat das auch nicht gesehen, seit er das gemacht hat in 1972. Aber dann zum Glück eine Kurator, Tobias Hering, ich will den Namen sagen, war also wirklich eine tolle Aktion Allyship. Er hat das dann so einen Monat nach mir gefragt und hat das bekommen. Und wenn er von meinem Projekt gehört hat, hat er mir dann eine Bootleg-Copy gegeben. Und deswegen ist mein Projekt ein bisschen geändert. Ich wollte eigentlich so was mit dem Film machen, aber es hat so lange gedauert, bis ich das überhaupt bekommen habe. Habe ich gedacht, okay, jetzt will ich darüber sprechen. Und deswegen, statt so der Film für 70 Minuten anzuschauen, schauen wir das Archiv für 70 Minuten an. Und deswegen zeige ich das mit Daumenkino. So das wirklich quasi. Ja, wir müssen das in der Hand nehmen, so literally. Ne? Und so das ist ein Weg. Ich glaube, es ist wirklich durch Allyship, dass vielleicht, wenn man erstmal fragt, vielleicht muss jemand anders fragen, eine andere Art und Weise fragen. Aber ich bin immer noch dran. Ich werde gleich so noch ein Projekt machen, so. Dieses Mal bin ich eingeladen, in ein Archiv zu kommen. So ich werde in die Filmarchive in Oberhausen sowas schauen und mal gucken, so, ob alle Tür und Schublade für mich geöffnet wird oder ob ich dann so neue Praxis erfinden muss. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine kreative Arbeit, so reinzukommen. Vielleicht müssen wir auch manchmal so reinbrechen in verschiedene Art und Weise. Und du arbeitest ja international, das heißt, du hast jetzt in Deutschland die Archive besucht, aber du hast in anderen Ländern auch schon Archive besucht oder in Archive gearbeitet.
Wie sind da deine Erfahrungen? Ist der Zugang anders zu diesen anderen Archiven? Gibt es Ähnlichkeiten? Ich meine, diese Analogie des vollen Körpers mit vielen Eingängen und sehr wenig Ausgängen ist natürlich sehr prägend. Aber gibt es andere Erfahrungen quasi in Bezug auf Zugänglichkeit von Archiven in anderen Ländern zum Beispiel? Ja, jetzt gerade war ich auch eingeladen in ein Videoarchiv so von V-Tape. Das ist eine Alternative Video Distribution so für Verlag, so für Filme. Das war auch so eine Einladung. Und ich glaube, das ist interessant, in dieser so Corona-Zeit sind viele Material ist online jetzt gemacht oder digitalisiert und wir haben auch so diese Performativity von Offenheit, aber das nutzen wir, ne? So, ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Zeit, so anzufragen und zu probieren und das war eine bessere Erfahrung als das hier. Aber was ist besser? Ich bin sehr glücklich eigentlich, dass ich diese Herausforderung hätte, weil dann, das hat mir was Wichtiges gezeigt. Absolut. Dann würde ich zum nächsten Block kommen, und zwar Raum. Wir sitzen hier im Theater, in einem sehr prunkvollen Theatersaal, und dieser Stück, Sunrise in Morningland, hatte Platzprobleme. Also sie waren nicht in der Lage, das in einem solchen Theater vorzuführen. Das heißt, sie mussten das Stück in einem Raum vorführen, der selber organisiert war und in Community-Zusammenhängen quasi getragen wurde. Und das verleitet uns zu der Frage, wie wichtig Räume sind, das heißt, welche Rolle spielen Räume, um Sachen vorzuführen, um Gespräche zu haben, um Bücher fertig auszuarbeiten, um solche Diskussionen zu führen, die dazu führen, dass diese Werke überhaupt zu Ende geführt werden können. Und hier möchte ich mit dir, Saraya, sprechen, und zwar über Räume, das heißt, welche Rolle spielen Räume und wie geht man vor, beziehungsweise wie schafft man einen Raum, wo es allein schon von den Mieten sehr schwer ist, ausreichend Räume zu finden, wo viele Menschen sich aufhalten können, wo Archive gebaut werden können, wo Sachen gesammelt werden können. Wie strategisch gesprochen, wie geht man damit um, mit dieser Herausforderung, dass Räume geschaffen werden müssen für bestimmte Zwecke, aber dass es real wirklich schwierig ist, Räume zu machen? Also vielleicht auch erstmal noch einen Blick zurück, weil das, was, also ich bin ehrenamtlich bei EUTO unter anderem aktiv, und was wir da auch über unser Archiv gelernt haben, aber jetzt nicht nur, weil es irgendwo steht, sondern weil Menschen gekommen sind und sozusagen orales Archiv auch waren, wie lange die Geschichte nach diesen Suchen nach Räumen geht, wo Räume mal waren, dann wieder weggebrochen sind und unter welchen schwierigen Bedingungen sozusagen immer wieder Räume aufgemacht worden sind und dann auch umkämpft sind. Ja? Also so ganz viele Geschichten in diesen Geschichten sind. Und EOTO hat Räume bekommen eigentlich nur, weil es ein Projekt gab, das nannte sich Lern- und Erinnerungsort Afrikanisches Viertel. Und dort waren Menschen unter anderem der Chef der Volkshochschule, Jonas Andreas, und sein Chef, Herr Weiß, die mit einem Beirat von vielen schwarzen Menschen, die erstmalig sozusagen so ein Gremium gebildet haben, was für Projekte wollen wir überhaupt fördern, und wir wollen gezielt Projekte fördern, die im Kontext dieser Geschichte des Bezirkes sind. Und dann sowas wie eine Risikofinanzierung gemacht haben, weil normalerweise bekommt man Räume oder Förderung ja erst, wenn man schon vorweisen kann, also ich habe das ganz toll gemacht und da war ich auch ganz großartig und dann habe ich das noch total super gemacht. Und wenn also Menschen zusammenkommen, die erstmal einfach eine Idee haben oder auch einen Hunger nach etwas, also
die Geschichte von Eroto als Bibliothek und Archiv ja auch eine lange Geschichte ist, wo Bücher einfach in Kellern von Menschen waren oder in Wohnzimmern von Menschen und umgezogen sind und so weiter. Und dieser lange Weg von über 10 Jahren, dann einen Ort zu finden, wo die dann stehen, war eben nur möglich, weil es diese Menschen gab, die gesagt haben, okay, und wir einen Raum gefunden haben, der nicht so teuer war. wir kriegen 450 Euro im Monat und können damit diese Räume bezahlen. Und dann, aber wenn man weiterdenkt, müssen Räume ja, also die sind dann ja da nicht nur einfach, sondern da sind Menschen, die sich treffen, streiten, Dinge ausdenken, die benutzen, da einfach sitzen, sich ausruhen. Also das auch nochmal zu bespielen, das bedeutet, dass wie viel ehrenamtliche Arbeit, wie viel Engagement, wie viel Durchhalten da reinfließt, auch wenn Menschen gar nicht unbedingt gewohnt sind, weiß ich nicht, Berichte zu schreiben für einen Förderantrag oder ähnliches. Und was wir gesehen haben, wie bedeutungsvoll das war, war bei vor allen Dingen solchen Momenten, wenn Menschen reingekommen sind, gesagt haben, ich brauche einfach mal eine Pause von draußen und ich sitze hier mal eine Stunde. Und ich finde, also das waren so ganz besondere Momente, weil das irgendwie gezeigt hat, hier ist so ein Ort, wo man kommen kann und sein kann und auch dann ein Ort geworden ist, wo Menschen am Anfang den einfach nutzen konnten und sagen können, ah, okay, da ist so irgendeine Organisation, EOTO, und ich kann die nutzen, um wieder meine eigenen Projekte zu machen. Und habe eine Plattform, die ich sonst vielleicht nicht bekommen kann, um etwas anderes zu machen. Und aus dieser Geschichte, die ich jetzt so begleitet habe, seitdem es den Verein gibt, sind wieder ganz viele neue Räume geschaffen worden, manche temporär, manche längerfristig, manche gar nicht in Berlin, sondern in anderen Städten, wo wir uns ausgetauscht haben. Und gleichzeitig, als wir dann ein bisschen besser geworden sind, in wie macht man so Förderanträge und all so ein Zeugs, und größere Räume hatten, weil es war sehr klein, aber toll, in der Müllerstraße, kam es uns erstmal riesig vor und wir haben gedacht, ja, und jetzt können alle kommen und es wird so großartig und überall, alle können sagen, ich komme am Montag und so weiter. Und ganz schnell wird auf einmal klar, wie klein der Raum wieder wurde. Auch wieder ganz kleiner Raum und wie das so weitergeht. Und aus dieser Feststellung dann gesagt, ja, wir bräuchten eigentlich Community-Zentren. Und dann geht man an das Archiv und zieht einfach mal wieder so einen Ordner raus und stellt fest, oh, die Leute haben schon in den 70er Jahren Überlegungen gehabt und auch davor, wo schaffen wir so eine Community-Zentren? Und zwar nicht nur eins, weil wir sind nicht alle, haben nicht alle die gleichen Bedürfnisse, wir brauchen nicht die gleichen Dinge, sondern unterschiedliche Community-Zentren und wie können die überhaupt aussehen und wie sollen die sein? Und dann festzustellen, okay, auch da sind wir wieder vor so vielen strukturellen und institutionellen Hürden, weil das eigentlich für uns gar nicht vorgesehen ist. Und weil es, also Community-Zentren haben andere, aber nicht unbedingt schwarze Community, afrodiasporische, afrikanische Communities und dann auch, wo sind überhaupt so Strukturen, die dann vielleicht andere haben mit Stiftungen, irgendein reicher Mäzen, der sagt, ja, das muss jetzt mal sein oder ähnliches. Also diese Begrenzung und immer wieder neue Imagination, wie können wir das irgendwie kreieren und gleichzeitig immer damit zu leben, dass es sehr viel von unserer Kraft abhängt, der Kraft der vielen und damit auch immer wieder mit Sterben verbunden ist. Das heißt quasi, dass wenn einzelne Akteure eventuell nicht mehr können, weil es eben anstehend ist, dass der Raum dann quasi existenziell bedroht sein könnte, sozusagen. Aber ich würde argumentieren, dass ihr das geschafft habt, EOTO so weit zu systematisieren, beziehungsweise als eine sichtbare Institution dermaßen zu systematisieren, dass das quasi natürlich von der Kraft der vielen getragen wird, aber gleichzeitig auch eine gewisse Sichtbarkeit über die Funktion und die Rolle des Raumes erschaffen habt, dass es nicht mehr so davon bedroht ist.
Also quasi von der Kraft von einzelnen Menschen zum Beispiel. Also es ist wahrscheinlich beides wahr. Ich glaube, das kann irgendwann durch so eine Förderung und so sein, dass es nicht mehr abhängig ist, ob ich da bin oder eine andere Person da ist. Aber was trotzdem bleibt, ist, dass wir ja im Gegensatz zu vielen, vielen anderen, und das gilt jetzt, also ich spreche jetzt gar nicht von EOTO, sondern von uns als unterschiedlichsten Organisationen, Initiativen, dass wir eigentlich nicht über Geld verfügen im Sinne von, wir haben eigenes Geld, wir haben Fördergeld und es endet irgendwann und wenn wir nicht das machen, was jetzt so passend ist oder was gewünscht ist, dann gibt es auch kein Geld mehr. Das heißt, wir machen einmal eine Arbeit, die wir machen müssen auch, und die gibt uns die Möglichkeit, das zu machen, was wir eigentlich machen wollen, was auch immer wieder bedeutet, dass alle viel, viel mehr arbeiten, als man das vielleicht sonst tun würde in anderen Vereinen. Und wie gesagt, gilt nicht alles, also was ich jetzt sage, gilt nicht nur für EOTO, sondern bundesweit, weltweit. Und dann ist auf unser eigenes Geld sind halt 2,95 Euro. Ja, also und das, damit kann ich dann alles, was in Fördergeld nicht vorgesehen ist, eben nicht tun, was aber eigentlich, um wieder Räume in den Räumen zu schaffen, also zu sagen, ich bezahle Fahrtkosten für Menschen, die sich das nicht leisten können, dahin zu kommen. Ich ermögliche, dass es immer Essen gibt, weil es gibt Menschen, die haben nicht, also, so, und, also in all den Facetten, die das bedeutet. Und das bedeutet halt eben immer wieder, dass wir das von uns tun und dass wir das seit Generationen tun und Generationen und Generationen und Generationen. Und aber gleichzeitig ist es auch irgendwie, haben wir eben Raum und auch mehr Sichtbarkeit und nicht nur EOTO, sondern wir erleben in den letzten Jahren in ganz Deutschland, es kommen immer mehr Vereine und es gibt auch mehr Räume, aber das bleibt eben bestehen und deswegen ist es immer auch irgendwie prekär und fragil. Ja. Das heißt, dass quasi EOTO nicht der einzige Ort beziehungsweise der einzige Träger von all diese Aktivitäten, die quasi in den letzten Jahren auch dazugekommen sind und dass es quasi mehr Räume braucht und mehr Kapazitäten, Ressourcen braucht, um das voranzutreiben, was ihr als EOTO, aber auch wir alle anderen jeweils gestartet haben, sozusagen. Ich würde jetzt auf den letzten Teil des Gesprächs kommen und zwar... Kann ich noch eine Kleinigkeit dazu einfügen? Ja, gerne. Und zwar diese lange Zeitspanne von über 30 Jahren, ne, in der sich die Community entwickelt hat, dass wir also beim Jolly Bar immer gefragt worden sind, also wir haben Anträge gestellt für schwarze Kinderprojekte und da wurde immer gesagt, wieso nur für Schwarze? Das darf nicht sein. Also da müssen auch weiße Kinder teilnehmen dürfen. Und das ist auch schon mal so ein wirklichen Sprung, dass es jetzt einfach EOTO einen Antrag durchkriegt, wo sie sagt, sie machen einen schwarzen Raum, der auch ein sicherer Raum ist, dass sie das auch so durchgekriegt haben. Das war so nochmal so eine Veränderung. Und ja, also ansonsten, also das war jetzt einfach nochmal dieser Punkt, auch für, was Soraya ja arbeitet, für sozusagen antirassistische Zusammenhänge, dass es auch die Räume, also wir haben zum Beispiel Räume angefangen anzumieten, weil wir immer in anderen Centern waren und dann hieß es, die Kinder sind zu laut. Nach einer gewissen Zeit, die sind zu laut und das stört irgendwie. Und wir mussten wieder weiterziehen und das war auch ein großes Problem für die Arbeit mit den Kindern. Und deswegen sind eigene Räume auch nochmal so ganz wichtig, wo man weiß, man darf jetzt bleiben auch oder man kann seine eigenen Bilder aufhängen und so weiter. Aber vielleicht dazu noch, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Gerne. Weil ich glaube, das, was all diese Geschichten auch so verbindet, ist, dass schwarze, afrikanische, afrodiasporische Menschen dann immer eben durch die Situation immer schlauer sein mussten als das System. Und Dinge finden in einem Archiv oder in Ort oder was auch immer, um Sachen zu ermöglichen. Und wir haben das halt gemacht, indem wir sehr nerdig viele Gesetzestexte gelesen haben und EU-Richtlinien etc. etc. und damit argumentativ immer 10 Schritte voraus.
Und dazu sind wir aber eigentlich immer gezwungen. Also weil irgendwann wissen die natürlich, dass wir das sagen und dass wir das wissen. Und dann werden die Hürden nochmal höher und dann müssen wir wieder 10 Schritte vorausgehen. Ja. Dankeschön. Genau, ich knüpfe direkt da an, um quasi diese Vorausschauende in dieser Arbeit. Seit 2017 gibt es in Berlin Diversity Arts Culture und dort arbeitet Sandrine. Und diese Initiative versucht quasi, das Ganze zu systematisieren. Das heißt, dass es nicht mehr davon abhängig ist, dass einzelne Leute das anstößen, sondern dass diese Themen quasi die ganze Zeit konstant der Kulturbetrieb Berlins begleiten. Konntest du uns ein bisschen was über die Entstehung dieser Initiative als Institution, als Struktur, als langfristiges Projekt erzählen? Ja, es ist eigentlich weniger eine Initiative. Also ich würde eher sagen, es ist etwas, was aus vielen verschiedenen Initiativen hervorgegangen ist. Also oder wenn, das ist vielleicht eine politische Initiative, die eher so aus einer sehr hohen Ebene passiert ist, weil unser Projekt auch gar kein Projekt mehr ist. Inzwischen sind wir tatsächlich Teil einer Institution und somit haben wir das Problem jetzt auch nicht mehr quasi von, zumindest nicht von Projektgeldern uns finanzieren zu müssen, sondern wir sind quasi jetzt erstmal da. Und das Ganze beruhte auf einer Entscheidung, die aus dem Abgeordnetenhaus eigentlich kam. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das, was das Besondere an unserer Situation ist, dass wir halt quasi ein Mandat haben, das zu machen, was nicht unbedingt heißt, dass es besser funktioniert. Also es ist, also unser Team setzt sich teilweise auch zusammen aus Menschen, die vorher sehr viel aktivistisch gearbeitet haben und jetzt eben erstmals quasi von innerhalb der Institution versuchen irgendwie zu agieren, jetzt seit 3 Jahren. Und ich glaube, es ist noch nicht der Moment gekommen, da jetzt irgendwie ein Fazit zu ziehen. Who knows tomorrow? Ja, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, also diese Systematisierung ist mit einem Projekt wie unserem, also die würde nicht passieren. Also da muss an anderer Stelle tatsächlich, ne, also wir sind natürlich trotzdem in so einer Situation, wo wir immer quasi das Rad von vorne erfinden und ganz viel erklären und sehr viel Bildungsarbeit auch machen, auch auf die Strukturen gucken, aber die wichtigen Hebel sind da noch nicht umgelegt worden und die liegen auch nicht bei uns. Und was war das Mandat, was quasi vom Abgeordnetenhaus kam an euch? Und was hattet ihr, beziehungsweise wie viele MitarbeiterInnen hat euer Projekt quasi? Wie viele Ressourcen habt ihr an die Hand, um dieses Mandat umzusetzen sozusagen? Also der Auftrag lautet, der war relativ schwammig formuliert, also der lautet in etwa, die Diversität der Stadtgesellschaft soll sich auch stärker im Kulturbetrieb abbilden. Das wurde nicht näher definiert, was das heißt. Wir haben das jetzt auf den Berliner Kulturbetrieb und auch vor allen Dingen öffentlich geförderte Kulturinstitutionen bezogen. Das heißt, es ist entlang von allen Diversitätsdimensionen, entlang in allen Sparten des Kulturbetriebs und wir sind jetzt zu siebt. Was für ein Projekt wie unseres, glaube ich, schon ziemlich gut ist, aber natürlich völlig utopisch, dass wir dieser Aufgabe irgendwie gerecht werden können. Zumindest nicht mit Workshops. Okay, der Titel dieses Festivals, der jetzt noch ein paar Tage läuft, also das ist erst die zweite Veranstaltung von Radical Mutations, versucht ja etwas vorzuschlagen, nämlich, dass wir gerade etwas erleben, was uns dazu bewegt, quasi etwas anders zu machen, quasi im Nachhinein was Neues zu machen, was anders zu machen, als wir das bisher gemacht haben. Und es schlägt auch eine Mutation vor, quasi eine Transformation, eine schrittweise Transformation durch die Situation in eine vielleicht andere Realität.
Und Katharina, wir haben uns vorhin unterhalten und du hast gesagt, du bist optimistisch, beziehungsweise du siehst, also gewisse Sachen haben einfach jetzt, sind jetzt angekommen. Bestimmte Forderungen, bestimmte Bilder, bestimmte Themen sind jetzt angekommen oder haben Klick gemacht. Wie bewertest du die Ereignisse der letzten Monate insgesamt? Also nicht nur die Pandemie, sondern die Proteste um George Floyd, die Diskussion in Hanau, 19. Februar, die Diskussion um Rassismus bei der Polizei, die Diskussion um Sichtbarkeit und Repräsentation in den Medien für schwarze Menschen. Wie würdest du die Situation bisher aus deiner Sicht bewerten? Ja, genau. Ich bin Optimistin und ich mache das erleichtert das Leben doch etwas, weil es einfach schöner ist, als wenn man die ganze Zeit immer nur sozusagen an die negativen Sachen denkt und dann davon runtergezogen wird. Also gerade wenn ich daran denke, dass ich eine Familie habe, dass ich mit Freunden sein will und da will ich eine positive Energie haben. Aber es ist auch so, dass meine Lebenserfahrung, da hatte ich nochmal vielleicht auch Glück, eher so ist, dass es vielleicht lange dauert, aber dann doch sich was verändert, ja? Dass Dinge ankommen. Wie ich schon sagte, also dass im Mainstream das N-Wort nicht mehr benutzt wird, das hat lange gedauert, aber jetzt trauen sich die Leute das nicht mehr so. Ja? Es kommt zwar wieder vor, also, oder dann gibt es plötzlich Blackfacing, aber Blackfacing habe ich erst gedacht, mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Aber dann habe ich mich gefreut, weil das war der erste Schritt, dass sozusagen das, was vorher über 20 Jahre in der Grassroots-Bewegung war, erarbeitet wurde, Rassismusbewusstmachung, kam im Mainstream an und da war die erste Reaktion bei der Erkenntnis von Bewusstmachung von Rassismus ist Abwehr. Das war sozusagen die Abwehr, nein, das stimmt nicht und ich beweise das, indem ich jetzt also den krudesten Gedanken, den ich habe, nach vorne hole, nämlich im Fernsehen und im Theater plötzlich überall Blackfacing war. Und dann kam diese wunderbare Situation, dass es dann Bühnenwatch gab. Das waren junge Leute, Schwarze, Weiße, alle möglichen, die sozusagen dieses Bewusstsein schon hatten und die sich Strategien überlegt hatten. Während ich komme aus den 80er Jahren und da ging es um Protest auch. Wir mussten auch mal radikal den Leuten von Latz hauen und sagen, so nicht. Und die hatten aber, die konnten ganz, also wieder anders, andere Strategien entwickeln, nämlich zum Beispiel sind die dann im deutschen Theater, wenn das Blackfacing kam, haben die sich über, wie hieß das, dass man übers Internet sich verabredet und dann sagen, wenn die kommen, dann stehen wir auf und gehen raus. Ja? Flashmob, genau. Genau, es war schon nach meiner Zeit, deswegen sind das nicht so meine Begriffe. Und das ist, also ich finde es einfach toll, dass dann eben wieder neue Strategien möglich sind und dass das wieder was bewegt. Also das Deutsche Theater hat dann auch auf Anregung dieser Bühnenwatch-Menschen zum Beispiel Workshops gemacht. Das heißt nicht, dass die jetzt total kapiert haben, was Rassismus ist, aber es ist wieder ein Schritt. Und so gehen die Schritte eben weiter. Das Gleiche mit den N-Wort in den Kinderbüchern und das Racial Profiling, das hat jetzt nochmal 10 Jahre länger gedauert, kommt jetzt erst gerade an, dass es gerechtfertigte Kritik ist. Ja, also aus meiner Erfahrung ist es so, dass es dann irgendwann tatsächlich doch ankommt. Und das heißt, wenn ich jetzt so Workshops gebe oder Vorträge, dass ich dann Leuten schon sagen kann, wenn die mich fragen, lohnt sich das? Ist ja Wahnsinn, ihr macht das seit 30 Jahren. Wo ich dann sage, ja, tatsächlich, es funktioniert. Weil man sieht das am Anfang nicht. Wenn man wüsste, es würde so lange dauern, würde man vielleicht nie anfangen. Aber ich weiß nicht. Also wir hatten natürlich eine ganz andere Situation als diese Communities heute. Ne? Also Fridays for Future und Black Lives Matter, was ich total toll finde, dass es diese politischen Engagement jetzt wieder gibt. Aber unsere Zeit war für uns, als wir jung waren, einfach fantastisch. Wir konnten Ideen entwickeln, verstehst du? Du konntest Gemeinschaften entwickeln, also kleine Gruppen, größere Gruppen, Zusammenhänge, mit denen du was anstellen kannst. Und ich muss nur sagen, dass, also alleine, ich zehre davon, ja, dass ich jetzt
dass ich mich da ausgetobt habe, weil jetzt kann ich nicht mehr hier Demos machen im gleißenden Sonnenschein. Das hält der Körper einfach dann nicht mehr aus. Ja? Oder dann musst du einfach andere Strategien finden, werde jetzt mehr Bildungsarbeit machen oder sowas. Aber ich finde, ich kann nur ermutigen dazu, zu sagen, wo ist meine Revolution? Wo kann ich meine Revolution machen? Und jede Zeit muss wieder ihre eigenen Antworten finden. Deswegen kann ich dir jetzt nicht so genau sagen, was jetzt heute die Aufgaben sind und wie sie das machen müssen, weil wir haben das eben in unserer Zeit umgesetzt mit ISD, zum Beispiel Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Das waren 10 super Jahre, wo wir überhaupt erstmal, wow, ja? Also ich habe gelernt, dass ich mich auch anstrengen muss, auf Leute zuzugehen, nicht nur warten kann, weil ich der bunte Vogel bin, dass immer jemand mich anquatscht und ich dann überlege, will ich jetzt, will ich nicht, sondern nein, ich muss jetzt mich auf die Leute zubewegen, weil ich plötzlich in einer Runde mit 30 schwarzen Deutschen war und das war meine persönliche Entwicklung und gleichzeitig als Gruppe haben wir eben einen Namen gehabt, ja, also gegen diese Wörter wie Besatzungskinder, die haben sich jetzt ja ein Buch rausgebracht, Kinder der Befreiung. Also ich bin mit Mischling im Osten aufgewachsen, Mai Aim ist mit Mulatte aufgewachsen, was ich wieder furchtbar fand, sie fand Mischling furchtbar. Also es sind einfach keine Wörter, mit denen du eine Identität aufbauen kannst. Da kannst du irgendwie versuchen, privaten Frieden zu schließen, aber das nützt sozusagen nichts, weil der Kontext, der gesellschaftliche Kontext sich überhaupt nicht verändert. Und deswegen waren dieses Afrodeutsch und also bezogen auf die Sozialisation und nicht auf die Abstammung, das war von vornherein unsere Definition. Und dann schwarze Deutsche, Black is beautiful, auf die politische Bürgerrechtsbewegung uns zu beziehen. Das waren Konsensentscheidungen und die haben getragen, weil sie gestimmt haben, weil sie funktioniert haben. Und das war dann ein Name, so wie ich sagen kann, guten Tag, mein Name ist Katharina. Ich habe einen Namen. Wenn ich keinen Namen habe, habe ich ein Problem. Und vielleicht noch ein Wort, weil das war so ein Gänsehautmoment, als wir da Farbe bekennen gemacht haben, waren wir nämlich zu dritt eigentlich. Mai, ich und Jacqueline. Und Jacqueline hat bis zum Schluss immer gesagt, sie ist nichts. Ja? Sie konnte sich weder mit Deutschland identifizieren, noch mit Afrika, noch mit irgendwas. Und ich fand das so traurig. Also ein Nichts zu sein, du kannst nicht ein Nichts sein, das ist wirklich schwer. Ja? Kann man vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber es ist, wenn wir die Möglichkeit haben, zu sagen, wer wir sind, dann können wir auch den anderen kennenlernen. Ich würde gerne was ergänzen. Gerne. Und du hattest was von Strategie, ne? Welche Strategien gibt es? Es gibt, denke ich, unterschiedliche Strategien zu unterschiedlichen Zeiten. Aber was ich für mich ganz wichtig finde, ist, in unserer Zeit, vor 30 Jahren oder über 30 Jahren, haben wir uns entdeckt, uns gefunden, uns durch das Finden sind wir stärker geworden, aus Vereinsamung rausgekommen. Wir haben versucht, uns zu bilden, zu empowern. Und das war vor 30 Jahren. Heute funktioniert es natürlich ein bisschen anders. Aber auch trotz alledem hat es noch die gleiche Gültigkeit. Also es finden sich immer wieder Leute mit dem Gleichen, so wie mit den Räumen, sie finden sich wieder in Räumen, ja, und der Raum bringt sie weiter, sie schließen sich zusammen, entwickeln dort neue Strategien. Und das Haupt, ich finde, der Faden von sich selbst empowern, um dann nach außen gehen zu können mit einer Strategie, das ist das Wichtige, denke ich. Also, und wenn wir an uns zurückdenken, was wussten wir? Weil du sagst, sie hat gesagt, ich bin ein Nichts, weil wir wussten auch gar nicht, wo wir anfangen sollen. Was ist deutsch, schwarz, afrikanisch, wie sind unsere Kontexte, unsere deshalb sind wir auch bei vielen Dingen auch auf amerikanische Geschichten gekommen, wie auch das Afrodeutsch, wie so Black Americans und so weiter oder Black History Month, ein Monat im Februar, wo schwarze Geschichte, das anzunehmen. Und wir mussten erstmal selber, weil es bei uns ja keine Geschichte gibt. Also wir haben ja eben gesagt, Sachen sind in den Archiven, in den Büchern,
In der Schule wird alles Mögliche 100-mal wiederholt von irgendwelchen Revolutionen, aber es wird die deutsche Geschichte in Afrika, die deutsche Geschichte, die Kolonialgeschichte, ist in 3 Sätzen erledigt im Stoff. Und so mussten wir anfangen zu gucken, was steckt dahinter, so wie ich vorhin sagte, dass ich entdecke, dass es ein Theaterstück gab, schon Aktivismus in der Zeit, in den 1920. Und so, also für mich, dieses alles lernen und zu fahren, auch zu erfahren, wie war es woanders, und das einzubringen, das ist Strategie. Und wie gesagt, das verändert sich. Und da sind wir heute immer noch dabei, dass wir eigentlich durch unsere Räume, wir bilden größere Räume mit größerem Wissen, mit größeren Fähigkeiten, und damit kann man nach außen und natürlich auch noch mehr überzeugen. Und wie Katharina schon sagte, wir haben damals angefangen mit nichts und jetzt ist es 30 Jahre später und da ist so viel, also es ist ein Blumenstrauß entstanden, ne? Und der muss jetzt halt noch ein bisschen so verteilt werden. Absolut, das ist sehr auf den Punkt gebracht, und unsere Zeit ist tatsächlich um. Das tut mir persönlich sehr leid, weil ich noch sehr viele Fragen habe, aber genau, das war ein sehr schönes Gespräch. Ich danke euch allen für eure Expertise, für eure Inputs, für eure Anregungen. Das geht natürlich weiter. Im Festival Radical Mutations läuft noch hier im Hau. Ich würde euch ermutigen, die anderen Veranstaltungen zu besuchen, Freunde mitzubringen, sofern der Saal das zulässt. Und genau, ein großes Dank an die Kuratorinnen, die dieses Programm zusammengestellt haben. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr diesen Raum geschaffen habt. Dankeschön.